So, hallo und herzlich willkommen hier direkt im Anschluss zu Folge 19, Folge 20 mit Dark Souls 1. Wir haben gerade den Grauwolf niedergestreckt und jetzt bin ich mir ehrlich gesagt gar nicht mal so richtig sicher, was wir als nächstes machen. Ich denke, es wäre erst einmal sinnvoll, wieder in die falsche Richtung gerannt, zurückzugehen. Zurück zum Schmied, erstmal unsere Rüstung komplett zu reparieren und dann gucken wir mal, wo es unseren Helden hinverschlägt. Wir könnten entweder in die Katakomben gehen oder nach Anor Londo oder so. Ich denke, sinnvoll wäre jetzt wirklich Anor Londo. Dieses Gebiet mit den Geistern. Problem an dem ganzen Gebiet ist aber, dass wir niemanden wirklich so hitten können, außer wir haben ein bestimmtes Item gegessen, was es aber nur beschränkt gibt. Deswegen weiß ich gar nicht, wie das dann abläuft, wenn wir, sagen wir mal, wir sterben zwei, drei Mal, ja, in dem Gebiet und haben dann dieses bestimmte Item nicht mehr, dann weiß ich selber nicht, wie wir dort weiterkommen sollten. Es muss ja irgendeine Möglichkeit geben. Von hier an ist das Spiel mir sowieso nicht mehr so geläufig, weil ich so weit noch nie war. Ab hier ist es, geht's eigentlich für mich wie von vorne los, ist alles relativ neu. Naja, mal sehen, wie wir hier weiterkommen im Spiel. Ich bin zunächst erstmal sehr, sehr glücklich darüber, dass wir den Wolf, ey, das hätte ich nie gedacht, dass ich den überhaupt jemals besiegen werde. Na gut, das war jetzt echt ein ganz schön krasser Fight. Also das war wirklich ganz schön lang. Ich weiß nicht, wie lange wir effektiv gekämpft haben, über 20 Minuten, sicher. Aber geil. Jetzt fühle ich mich schon, als wäre ich relativ weit im Spiel, muss ich sagen. So, mein lieber Schmied, hier haben wir noch eine Glut für dich. Aber die ist für einen anderen Schmied. Wir können auch das Bastardschwert nicht mehr weiter leveln, dann würden wir erstmal reparieren. Bringen wir das jetzt einfach mal mit hier. So, dann gehen wir mal an das Bonfire dort oben. Ich weiß gerade ehrlich nicht mehr, wie wir weitermachen. Versuchen wir Anor Londo? Gehen wir wieder Richtung Schandstadt? Tja, bis hierhin hatte ich eigentlich einen richtig durchstrukturierten Plan, wie ich nacheinander vorgehe. Ab jetzt ist alles ein bisschen offen. Ich habe ehrlich gesagt keinen Bock auf die Katakomben jetzt. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das dieser Ring uns hilft, durch das Tor zu kommen am Ende der Katakomben. Was ich jetzt schon mal spoile. Oder ob der für irgendwas anderes ist. Deswegen würde ich sagen, wir gehen mal Richtung Anor Londo. Oder gehen wir ein bisschen hier lang. Gucken wir uns das Gebiet einfach mal an. Gucken, wie weit wir kommen. Das Gebiet kenne ich noch gar nicht richtig. Mal sehen, was uns da alles Wunderschönes erwartet. Wie gesagt, ich weiß nur, dass dort Gegner lauern, die wir ohne bestimmte Items nicht besiegen können. Können wir eventuell auch mal hier unten, wenn wir jetzt in der Nähe sind, mal die Typen anquatschen, wenn die noch hier rumstehen? Ja. Oh, hello. My guests have finally arrived. I will be departing with them shortly. So, I'm afraid I will be saying goodbye soon. It was a pleasure. Oh, miracles, I presume? Rückkehr. Aha, hier kann man noch Zauber kaufen. Brauche ich noch wahrscheinlich einen Talisman dafür. Come again. Hier noch so labern können. The effectiveness of the teachings depend upon your faith. Was? Wie bitte? Nochmal. Mhm, okay.
What have we here? You look awfully raggedy. Times are grim. The least you can do is look sharp. Don't you dare meet my lady like that. You might scare her off for good. Will der mich hier ehrlich gerade wegen meinem Aussehen beleidigen? Oh, you again. What business have you? I don't suppose we can help though. We accompany my lady on her righteous mission. It is quite a chore, but I'm stuck with her. And Nico too. I can't very well abandon them now. Oh, it's you. We're to leave momentarily. Ja, es wird um mal Zeit. Exactly my idea of a good time, but what can one do? I do hope we meet again, rarely or not. Also will der auch, wollen die auch in die Katakomben aufbrechen oder was? Oh, it's you. We're to leave the cat, rarely or not. So, was hat diese wunderbare Frau hier zu sagen? You are undead as well. Then we've no time to fraternize. I have my mission and you no doubt have yours. We must not let this curse overcome us. Das ist richtig. Did I not explain the urgency of our tasks? Or are you so uncouth as to lack such judgment? By the looks of you, I should think not. Did I not explain? Gut, okay. Naja, dann brecht mal auf, meine Freunde. Ich widme mich derweil meinen Stickereien. Der ist auch noch da, jawohl. Ach ja, das Leuchtfeuer funktioniert ja nicht mehr. Der Typ ist mittlerweile auch weg. Feuerbahnschrein scheint nun mal so beliebt zu sein als Reiseziel. Die sind alle weg. Selbst der Typ hier ist weg. Hm. Na gut, Leute, dann gehen wir mal diese Treppe hier runter. Die haben wir nämlich noch gar nicht erkundet. Und zwar ist hier der Weg. In die absolute Dunkelheit. Der Fahrstuhl ins Nichts. Der Fahrstuhl in die Geisterunterwelt. Und zwar Anor Londo, glaube ich. Oder Neulondo? Anor Londo oder Neulondo? Ist es nicht einfach Neulondo? Woher habe ich eigentlich Anor? Willigen Dünsches gequatscht die ganze Zeit. Das heißt gar nicht Anor Londo, sondern einfach nur Neulondo wahrscheinlich. Aber das werden wir ja gleich sehen. Ruinen von Neulondo, ja. Hm, keine Ahnung, wie ich auf Anor komme. So, und dann durchsuchen wir mal diese äußerst dunklen Ruinen. Oh, wenn wir mal hier sitzen. Hm? Well, this is unusual. You haven't lost your head. And more importantly, you're free. How on earth? Well, I shouldn't pry. I'm Rickett of Vinheim. Grüß dich. Once an established smith. Look at me now. Can you believe it? Hm? What is it? Have you? Oh no. Don't worry. No intention of escape. It's safe here. I can't bear the thought of going hollow out there. Although, I must admit, I've not much to occupy myself. How about this? I could forge your weapons. Mm-hmm. Albeit with rather minimal tools. I'll show you what made me the best in the night. Okay. Ausrüstung umwandeln. Das wurde uns eine grüne Scherbe, bräuchten wir dafür. Können wir die hier kaufen? Nee. Rüstung verstärken. Wie können wir unser Bastardschwert noch... Achso. Waffe verstärken. Auch dieser kann unser Bastardschwert nicht auf plus 6 bringen. Wir könnten aber hier die Ausrüstung umwandeln. Da bräuchten wir eine grüne Scherbe. Was passiert dann? Dann haben wir physisch... Dann haben wir noch zusätzlichen Magieschaden. Okay. 127. Plus 50. Aber die Skalierung der Stärke geht auf E. Und das ist ja für uns erstmal
so gorni geil. Nee, dann glaube ich nicht, dass ich nochmal zu dir zurückkommen werde. Es sei denn, ich will einen Eisfall kaufen. Also irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass die Backsteps nicht mehr funktionieren. Das muss doch so. Funktioniert nicht. Wer weiß, wer weiß. So, hier geht's auch noch nach oben. Die ganzen armen Seelen hier mal von ihrem Leid befreien. Was haben wir hier? Da liegt was. Panzerbrecher, okay. Was ist denn das für eine wunderschöne Waffe? Panzerbrecher. Wo haben wir denn den Panzerbrecher jetzt hingetan? Bannzinnbeschleuniger. Aha, okay. Panzerbrecher, 75 Schaden. Gut, okay, alles Waffen, die jetzt nicht unbedingt perfekt für uns sind. Ich glaube, am besten kommen wir zurzeit immer noch mit dem Bastardschwert. Oh, was haben wir hier? Was ist das denn? Wer bist du denn? Oh Gott. Leute, ich glaube, der vernichtet uns hier gerade. Ja. Wer war denn das jetzt? Hm. Okay. Krass. Oh, wie weit das jetzt ist. Immer. Hm. Ach, das große Leiden in Dark Souls, dass man hier immer ewig laufen muss, wenn man mal gestorben ist. Aber naja, das gehört halt leider dazu. Was soll man dagegen tun? Jetzt muss ich hier direkt mal an dem versuchen, ob ich noch backstabben kann. Irgendwas haut doch hier nie hin. Ja, hier geht's. Da liegt's wahrscheinlich an den Gegnern, dass man die nicht backstabben kann. Hm. Also ich war ja schon mal bei damals, wo ich das erste Mal gespielt habe, war ich ja schon mal kurz dort, wo wir jetzt auch waren, am Anfang von Neulondo, am Anfang von Neulondo, und da kam der nicht. Da kam der definitiv nicht vor, dieser Gegner. Ach, da sind unsere Kollegen auch schon weg. Hm. Jetzt habe ich ein bisschen Respekt vor dem Typen, also. Der scheint ja gar nicht mal so derartig schwach zu sein. So, da holen wir den Fahrstuhl mal wieder hoch hier. Und versuchen nochmal unser Glück. Ich hoffe, unsere Seelen liegen noch da, wo sie waren. Und die können wir auch noch einsammeln. Bei 13.000 oder was das waren, das ist ja nicht mal wenig. Schild könnte man mal gucken, ob man eventuell schon was Neues irgendwie eingesammelt hat in der Zeit. Gleich mal machen, Ausrüstung auswählen. Nee, ist jetzt nichts dabei, was besser wäre als das Hüllenschild hier. So, mein Freund, jetzt dreh ich dir mal ordentlich in deinen Arsch. Steht da, der Homo.
kommt doch sofort angerannt. Den muss man backstabben. Das ist wie ein echter Spieler, so mit Schild richtig. Oh Gott. Ja, Backstab. Das haut rein, mein Freund. Und jetzt noch. Batsch. Und tschüss. Haha, 1000 Seelen. Geschenkt. Nee, Quatsch, aber echt komisch, der Gegner. Den habe ich so, kenne ich den gar nicht. So, folgendes. Hier, daran kann ich mich auch noch erinnern. Hier kriegt man ein Item wahrscheinlich, oder? Kriegt man hier ein Item? Wir kriegen ja kein Item. Doch. Wanderfluch. Das ist das Item, das wir brauchen, um vorübergehend gegen Geister kämpfen zu können. Ja, wir haben nur zwei. Und wenn die verbraucht sind, sind die verbraucht. Dann können wir hier nicht mehr weitergehen. Also weiß ich auch nicht wirklich, was wir dann machen, wenn wir keine Wanderflüche mehr haben. Ich kann ja mal... Da vorne sollten dann auch schon die ersten Geister kommen. Deswegen werde ich mal einen Wanderfluch nehmen. Da ist schon einer. Die sind auch so nicht mal leicht. Ja, die hauen ordentlich rein. Aber da wir schon relativ stark sind, geht das alles. So, da hinten ist noch ein Item. Können wir da irgendwie rüber? Muss ein bisschen aufpassen, dass man nie runterfällt. So, hält der Wanderfluch jetzt... Bis wir sterben? Da unten sind noch Geister, seht ihr die? Unter Wasser. Ich guck mal ganz schnell, ob der Wanderfluch, wie lange der hält. Ermöglicht zeitweilig Kampf gegen Geister leider nur. Oh, wie schmal der Steg. Alter, nein. Dann müssen wir erstmal die Geister... Oh Gott. Erstmal die Geister hier besiegen. Drei Stück natürlich gleich. Greif mich natürlich. Aua. Aua, 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 Leute. Schnell einen Drang reinpfeifen und dann... Ah, ist das ein Scheiß. Oh, ich glaube, ich habe einen neuen Hassgegner. Alter, ist das nervig. Autsch. Stirb doch. So, jetzt holen wir uns schnell das Item da hinten. Wird wahrscheinlich nur eine blöde Seele sein, für die wir uns hier... Oh Gott, ist das schmal, ey. Oh, eine Feuerhüterseele. Damit können wir wieder unseren Estus verbessern. Wenn wir denn mal eine Feuerhüterin finden... Oh! Oh, 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 oh. Ich will natürlich den Wanderfluch so gut es geht nutzen und hoffe natürlich hier irgendwo ein Leuchtfeuer zu finden. Was vergessen? Nee. Geister! Noch hält unser Wanderfluch. Aber wer weiß, wie lange. Oh Gott. Es sind ganz schön viele hier. Bisschen nach einer Falle aus hier. Oh, hier ist ein Hebel. Vorrichtung, was bewegt sich nicht?
Das ist natürlich äußerst schade. Oh Gott, hinter uns! Was? Was ist denn das? Das ist ja unfair ohne Ende. Alter, wie viele habt ihr... Habt ihr das gerade gesehen? Na, wartet. Du kannst gleich mal herkommen. Ah, nein, nein, nein. Oh Gott. Die machen mal eine Macke hier, ey. Das viel zu viele Geister hier. Ey, wenn wir hier verrecken, ne? Oh, zwei Wanderflüche. Geil. Sehr, sehr geil. Das rettet uns ganz schön den Arsch. So, hier kenne ich mich gar nicht mehr aus, ne? Das ist hier völlig neues Terrain für mich. Jetzt spielt man wieder Dark Souls, wie man eigentlich Dark Souls spielt. Nämlich extremst defensiv. Und wir gehen immer tiefer in die Ruinen. Ich habe echt ein bisschen Angst. Am Ende kommt jetzt hier noch ein Bossfight. Ohne irgendein Bonfire in der Nähe. Oh, das sieht nicht gut aus, Leute. Das sieht gar nicht gut aus. Das Schlimme an den Geistern ist, die können einfach mal erscheinen. Da ist noch ein Geist. Na komm. Na komm. Komm doch. Kommst du? Ach, der hängt aus der Wand oder was? Oh Gott! Du blödes... Alter, der stirbt nicht. Alter! Das ist so unfair. Gott, ich hasse dich! Nein! Trank! Nein! Alter, ich sterbe an so einer Wichse. Wie weit der schlagen kann, Alter! Jetzt... Unser Wanderfluch ist aufgehoben. Fuck! Fuck! So, so, jetzt schnell Wanderfluch, Wanderfluch. Tränke und Trank nehmen. Ich habe mich gerade gewundert, Alter. Ich kann nicht gegen den kämpfen, ne? Kann der mal sterben? Es ist so ein unfairer Wichs. Er ist tot. Oh, Leute, Alter. Hoffentlich liegen dort noch fünf Wanderfluch-Dinger rum. Parierdolch, toll. Sehr toll, ich brauche Wanderflüche und Estus-Flakons. Am besten Bonfire. 10 Stück. Alter, ist das unheimlich hier, ne? Das ist der Wahnsinn, ey. Scheißdreck. Und da ist noch ein Nebel, oder was? Es ist so kacke, ne? Ach! Toll, Nebel. Komm bitte, Boss, jetzt. Lass mal hier lang gehen. Dann müssen wir ja. Wenn ich durch den Nebel gehe, ne? Was geht denn mit dem? Das ist ein anderer, ne? Ja, das ist ein noch stärkerer Geist. Noch zwei Wanderfluch. Ah, je, wenn man jetzt hier ein paar Mal stirbt, ich kann mir das nie so richtig. Ich raff das irgendwie nie so richtig. Weil wenn man jetzt so oft stirbt, dass man keine Wanderflüche mehr hat, die muss es ja irgendwo zu kaufen geben. Oh Gott, jetzt sterben wir bestimmt. Hallo? Oh, lass mich in Ruhe, ey. Hier muss es doch mal irgendwo ein scheiß Bonfire geben. Ah, da oben haben wir noch einen Kollegen. Der kommt doch bestimmt gleich runtergeflattert. Ja, es war so klar. Durch die Decke durch. Gott, ich hab... Alter.
Ich hab so Angst, ne? Wanderfluch, zählt er noch? Oh, shit, ey. Ich treffe ihn nicht. Alter, ich treffe ihn nicht. Alter, was soll denn das? So. Und nochmal. So. Man wird schön reich belohnt dafür. Mit einer Soldatenseele, wow. Alter. Ich wünsche mir gerade nichts sehnlicher als ein scheiß Bonfire. Was haben wir dort oben? Oh Gott. Was ist denn hier unten noch? Oh Gott. Noch mehr Geister überall. Ah, ich gehe durch, oder? Shit. Oh nein. Jetzt kommt er aus dem scheiß Loch rausgekrochen. Oh, du Wichser, geh ruhig an den Säulen lang. Noch ein Geist. Ich krieg einen Krampf. Oh Gott. So langsam wird's doch echt eng mit den Estus, ne? Noch einer noch. Scheiße. Leute, wir brauchen dringend ein Bonfeuer, Alter. Ey, was ist denn das für ein Gebiet? Jetzt sind wir tot. Jetzt sind wir angeschissen. Ich renne jetzt hier noch weg. Versuch. Alter, was? Die Kriegerseele. Alter, wo bin ich? Alter, Scheiße! Ah! Wir haben keine Estus mehr. Alter, das Gebiet ist ja die absolute Hölle. Und nirgends. Ich versuche hier noch am besten Wanderfluch zu finden. Jetzt kommen uns die Geister hinterher. Jetzt sind wir tot. Jetzt müssen wir echt zurückgehen. Das kann doch nicht wahr sein. Hier muss doch irgendwo ein scheiß Feuer sein, Mann. Bewegt sich nicht. Verschlossen. Ist das ein unfairer Fick, ey. Wollen wir versuchen, noch dort hoch zu sprinten? Ach du Kacke. Nehme ich noch einen? Noch einen Wanderfluch? Alter, guckt euch das an. Jetzt kommen die alle hier lang, ne? Scheiße. Alter, was für ein Rotzgebiet, Mann. Was für ein Rotz. Ey, shit. Wie soll ich denn jetzt hier die Seelen, die 18.000 Seelen, man kann sie nicht saven irgendwo. Es gibt kein Bonfire. Oh Gott. Ich versuche einfach. Ist ja eh gleich Folgenende. Ich versuche jetzt einfach nochmal die Treppe hoch zu sprinten, um so viel wie möglich noch zu entdecken. So, vielleicht finden wir noch irgendwas. Ein Item, toll.
rechnen mit so einem Wanderflug. Das schaffen wir eh nicht. Alter, wie viele? Wie soll man das machen? Das sind 10 Milliarden Geister, ey. Ah, große Liebe, große, große Liebe. Ist das ein Scheiß. Ey, ganz ehrlich, so ein Dreck. So ein Dreck habe ich auch noch nie erlebt. Leute, na gut, so viel zu Neulondo. Ich glaube, das Gebiet lasse ich auch erstmal. Da habe ich jetzt gerade überhaupt keinen Bock drauf. Nee, das machen wir irgendwann später, wenn wir richtig stark sind und alle Geister one-hitten, dann machen wir das Gebiet. Sonst verschwenden wir jetzt sinnlos die ganzen Wanderfluch-Items hier. Leute, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge mit Dark Souls. Herbert schlachtet sich durch die Welt. Ja, wir sehen uns. Noch einen schönen Abend. Macht's gut.